Hallo und willkommen. Das heutige Thema bedeutet Lebensziele. Lebensziele ist etwas Wichtiges im Leben, was uns von klein auf bis zum Ende unseres Lebens antreibt. Wir werden hier geboren ohne Ziele. Wir werden geboren in eine Welt, die entweder ganz toll und ganz lieb ist oder total grausam. In allen beiden Situationen brauchen wir Ziele. In vielen verschiedenen Situationen brauchen wir auch Lebensziele. Wir gehen in die Kita, freuen uns auf die Schule. Das ist ein Lebensabschnitt für die nächsten 10 oder 13 Jahre. Quasi ein Lebensziel, das wir schon im Kleinkindalter haben, im Sekundäralter. Und dann sind wir in der Schule. Wir machen ein Schuljahr nach dem anderen. Uns sagt man, Schule ist wichtig. Das, was ihr da lernt, ist fürs Leben wichtig. Und wir wollen unbedingt einen Abschluss, um eine Ausbildung oder ein Studium zu gehen. Das nächste Lebensziel, das wir bestreiten wollen, was uns natürlich in der Schule nicht gesagt wird, dass wir in 95% was wir in der Schule lernen, nie wieder im Leben großartig brauchen. Aber das ist eine andere Sache. Dann kommen wir in die Ausbildung. Dann wollen wir natürlich auch da unseren Abschluss bekommen, um eine Arbeit zu bekommen. Das nächste Lebensziel. Ja, dann haben wir das geschafft und wenn wir Glück haben, haben wir auch gleich eine Arbeit. Versuchen da auch so gut wie möglich klarzukommen. Dann ist ja natürlich das nächste Lebensziel eventuell, diese Arbeit auch bis zur Rente zu bekommen, zu behalten. Je nachdem, welche Arbeit das ist, ob man die überhaupt bis zur Rente ausführen kann. Zum Beispiel Pflegefachkräfte oder Pflegekräfte, die haben es schwer bis zur Rente durchzuhalten. Die müssen irgendwann mal umdenken und vielleicht als Betreuungskraft später im Alter arbeiten, weil sie die, ich sag mal, die Massen am Tag, die Menschen nicht mehr heben können. Beim Winden, beim Waschen, beim dies, beim das. Die Pflege ist ein Job, der ist knallhart. Wer es nicht glaubt, sollte einmal mal ein Praktikum für 5 Wochen machen oder für 6 Wochen. Und dann sieht er ganz genau, was damit gemeint ist. Aber auch die Menschen, die auf dem Bau sind. Tischler, Elektriker, Maurer und die komplette Reihe durch. Auch die müssen sich was einfallen lassen, um ihr Lebensziel wirklich auf Lebenszeit zu verwirklichen, ob die sich jetzt nun selbstständig machen und später andere für sich arbeiten lassen und solche Sachen. Lebensziele sind also wichtig, auch in der Familie. Der eine hat einen Wunsch, ich möchte Kinder haben. Dazu muss diese Person aber erstmal eine Frau oder einen Mann haben. Denn ohne das geht's nicht. Außer die Option Adoption. Aber da muss man ja auch irgendwie schon eine Möglichkeit haben, verheiratet oder vergeben zu sein. Und dieses Lebensziel auch zu erreichen, ist auch ein langer und anstrengender Weg. Denn ist das Kind einmal da, dann ist es nicht mehr mit Ausschlafen auf lange Zeit. Dann heißt es wirklich mehrfach mal die Nacht aufstehen. Morgens um 6 ist der Tag zu Ende und dann. Ist egal, wann du schlafen gehst, da fragt das Kind nicht nach. Morgens um 6 ist das Kind wach und dann heißt es, da sein fürs Kind, bespaßen, bespielen und so weiter. Dann ist eigentlich das nächste Lebensziel, wann fängt die Schule an? Wann fängt wieder die Ausbildung an vom Kind? Dass man das quasi von sich aus abfärbt auf das Kind, damit das eigene Kind dann auch besser wird. Das sind auch Lebensziele. Lebensziele sind also grundlegend für unsere Erweiterung der Kenntnisse, um eigentlich existent zu sein. Ohne Lebensziel sind wir eigentlich nicht lebensfähig. Das sollte jedem bewusst sein. Jeder sollte im Leben Ziele haben. Denn ihr habt ja bestimmt schon mal gehört, Menschen, die im Leben aufgegeben haben, Menschen, die keine Ziele haben, wie schnell die sterben. Weil sie vereinsamen. Sie haben keine Motivation mehr, was zu machen. Sie leben nur noch in den Trott und bemerken eigentlich gar nicht, dass sie krank werden dadurch. Deswegen Ziele sind im Leben wichtig, vor allem Lebensziele, damit ihr euch ja entspannen könnt,
auf die Sachen, die ihr schon geleistet habt, froh sein könnt, darüber berichten könnt. Auch das sind Lebensziele, die man auch erreichen kann, über Dinge zu sprechen, aus Erfahrungen, um anderen Menschen zu helfen. Vielleicht fällt euch ja noch was ein. Aber Lebensziele sind von ganz klein auf, von der Kita bis zur Schule, bis zur Ausbildung oder Studium, bis zur Arbeit, bis zur Rente, wichtig. Ob jetzt nun arbeitstechnisch, oder ich sage jetzt mal gewerblich, oder auch privat. Familie, Kinder, Frau, Mann, Alien, Hund, Katze, Maus, Haustiere, also je nachdem, was euch ebenso anstrebt. Damit verabschiede ich mich mit diesem Video. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss.